Welcome, Ari. Bitte halte, heißt Ari, willkommen. Oh, actually, one thing. Eines noch. I don't have my notes here. They ich habe meine backpack. Aufzeichnungen noch im Rucksack. Thank you very much. Great, and now I hope we are actually ready. So, jetzt sind wir hoffentlich wirklich fertig. Dieser Vortrag ist über ein, wie man einen Chip macht. Oh, there und we go. Hier finally. Sind die Folien. Great to see you all. So, we are talking about fabrication of a microchip, an integrated circuit. Not exactly cutting-edge technology, but this. Wir reden über einen Microchip, das nicht gerade die neueste Technologie, aber das ist ein AD. Nach 246 oder sowas, das ist ein bisschen älter als ich. Hat sowas wie 135.000 Transistoren. Das sollte ein Bild von dem Silizium-Chip selbst da sein. Weil auf, okay, das, nicht, das sollte ein Bild sein, ist aber nicht. On this die, we have. Auf dem. Auf dem Chip sind 135.000 Transistoren und die minimale Strukturgröße ist, die minimale Größe, die innen drin ist, ist 1,5 Mikrometer. Das ist schon ein bisschen groß für heutige Standards. Und lass mich kurz eine Übersicht geben, wie Feldeffekttransistoren funktionieren. Da unten hat man ein Silizium-Substrat. Und Silizium selbst ist nicht so richtig ein Leiter, ist ein Halbleiter. Man hat zwei Möglichkeiten, das Leiten zu machen. Das eine ist, indem man Ladungen in das Silizium einpflanzt, das positive Löcher erzeugt oder negative Extraelektronen erzeugt, die sich bewegen können und Ladung transportieren können. Und so sieht, man sieht hier eine Source- und Drain-Region. Die sind leitend und sie sind dann getrennt vom Substrat durch eine Sperrschicht, in der keine beweglichen Ladungsträger sind. Das ist das Rote und da ist keine leitende Verbindungen. Und wenn die jetzt eine positive Spannung am Gate anlegt, dann bildet sich da unter dem Gate, zieht das Potential am Gate Elektronen an und die Elektronen sind die gleichen wie in der Source- und Drain-Region und da ist ein leitender Kanal, der mit beweglichen Elektronen besetzt ist. Man sieht hier die Bestandteile, die man braucht, um einen Transistor zu bauen und am Ende einen Chip. Wir brauchen eine Möglichkeit, Silizium zu oxidieren. Wir müssen Polysilizium für das Gate machen, das ist grün. Wir müssen dotieren, um Ladungen in das Siliziumsubstrat einzubauen. Wir brauchen Isolator, also grau und weiß, weil wir da später Verbindungen machen möchten. Und als letztes, das ist ungefähr die Hälfte, wir brauchen eine Art, um da Muster aus diesen Lagen, aus diesen Materialien zu machen, die wir da gemacht haben. Die übliche Methode in der makroskopischen Welt, Dinge zu fabrizieren, wie Drucken oder Fräsen oder so, oder Gießen, das funktioniert auf dieser Strukturgröße von 1,5 Mikrometer nicht. Aber wir wissen, wie man mit Licht arbeitet. Und wir wissen, wie man mit Materialien arbeitet, die chemisch reagieren. Und wir benutzen das, um selektiv Schichten von Material hinzuzufügen oder wegzunehmen. Genug der Theorie. Jetzt gehen wir in den Reinraum. Als erstes ziehen wir mal ein Reinraumgewand an.
And this is in order not to contaminate. Handschuhe und damit der Raum nicht verschmutzt wird. Wir haben alles und diesen Fussel auf dem Kleid, auf unseren Kleidern und tote Hautzellen und die möchten wir nicht überall im Reinraum verbreiten. Wir nehmen das, den Silizium-Wafer da und da bauen wir den Chip drauf. Das zum Ersten gibt es Photolithographie. Das ist die Antwort auf die Frage, wie kann man ein Muster auf einem Siliziumdioxidfilm erzeugen, der da in Gelb dargestellt wird. Und nicht, wie man da nicht in das, das graue Siliziumsubstrat reinkommt. Als Erstes beschichtet man das Substrat mit einem Photoresist, also Fotolack, und dann nimmt man eine Maske drauf, die selektiv das Licht abschirmt in Gegenden und an anderen Gegenden kommt das Licht durch. Dann scheint man Licht durch die Maske durch. Und das gibt von diesem Photoresist also belichtete Gegenden und nicht belichtete Gegenden, die löslich oder unlöslich sind unter Entwicklung. Und die Entwicklerlösung, die nimmt dann belichtetes Resist weg und also lässt manches Siliziumdioxid frei und manches nicht, ist beschichtet. Und dann kommt der Schicht, das Siliziumdioxid wegzunehmen und danach wird der Photoresist, also dieser Photolack, wieder weggenommen. Und dann hat man ein Loch im Siliziumdioxid auf dem Wafer. Let's look at the equipment and the steps in detail. Schauen wir auf die Ausstattung und die Schritte im Detail. Und das ist jetzt Photolithographie. Als Erstes wird der Wafer beschichtet, indem man einen Wafer auf eine Zentrifuge, also eine Zentrifuge steckt und dann Spincoating macht. Also flüssigen Photoresist wird auf die sich drehenden Wafer aufgebracht. Und es wird schnell gedreht. Was da passiert ist, dass dieser Photolack, der gerade direkt über der Oberfläche vom Wafer sitzt, am Wafer festhält. Und alles der andere Photolack wird weggeschleudert. Man sieht hier die Tröpfchen, die dann also da jetzt wegfliegen durch die schnelle Drehung. Und das gibt dann eine sehr, sehr gleichmäßige Schicht von Photolack. Das nächste ist die Maske und hier ist ein Beispiel Maske, die diese Muster hat, die man auf das Device geräten muss. Das sind 5x4 Geräte. Da kann man so ungefähr sehen, was da die Geometrie ist, die man da draufbringen möchte. Man nimmt sowohl die Maske als auch beschichtete Wafer auf den so einen Maskenaliner, also Ausrichter. Das Wichtige ist hier die Mitte. Hier oben bringt man die Maske rein und da unten ist die Halterung für den Wafer. Und hier sieht man ein Mikroskop obendrauf. Man kann die Halterung für den Wafer bewegen. Und die wird so bewegt, dass der Wafer ausgerichtet ist mit der Maske, die obendrauf ist. Besonders falls da schon Muster auf dem Wafer drauf sind, dass das nicht der erste Schritt ist, dann müssen die ausgerichtet werden auf die Muster von den auf der Maske vorher. Da muss man also sehr präzise sein, weil das muss auf 1 Mikrometer genau sein. Und man muss diese Genauigkeit erreichen, um die Maske zu platzieren auf den Wafer und die vorherigen Masken leer. Und wenn man damit gut ist und das ausgerichtet hat, dann wird das auf die Lichtquelle umgeschaltet, das Mikroskop. Und die Lichtquelle emittiert sehr kurzwellige Ultraviolettstrahlung. It shines ultraviolet lights through und das belichtet mit der ultravioletten Licht das Gerät, das halb mit der Maske abgedeckt ist und am Ende kommt
die belichtete Fotolack raus und dann jetzt noch um einen Schritt weiter zu gehen. Heutzutage nimmt man nicht mehr diese Ausrichter, sondern Zapper-Scanner. Das sind so Kisten wie das und da sieht man nicht richtig, was darin vorgeht. Was da passiert ist, dass die Maske nicht oben auf den Wafer draufgebracht wird, sondern sie wird über eine Linse abgetrennt. Wird Schritt für Schritt werden diese Chips alle auf dem Wafer belichtet. And this gives you several upsides. You don't need several copies of your pattern on the mask. Man braucht also auf der Maske nicht mehrere Kopien der gleichen Struktur und es ermöglicht auch die Struktur von der Maske herunter zu skalieren über die Optik. Das nimmt erleichtert die Strukturgröße zu verkleinern auf der Maske, weil das optisch verkleinert wird. Aber andererseits muss man jetzt die, nein, nicht die Maske, sondern die Maske und den Wafer unter dem optischen Pfad durchschieben mit extremer Genauigkeit. Heutzutage sind die Features nur noch 20 Nanometer. Man muss also auf diese beiden Bewegungen also auch so mit dieser Genauigkeit erreichen. Es muss also sehr, sehr genau aufeinander ausgerichtet sein. Und jetzt lass uns den Fotolack entwickeln. Das ist relativ einfach. Man nimmt das einfach in. Moment, hier funktioniert wieder was nicht. Man nimmt das einfach in eine Entwicklungslösung. Und das löst die belichteten Teile vom Fotolog ab. Und das könnte so eine Struktur wie die da links ergeben. Die dunkleren Gegenden sind Gegenden ohne Fotoresist. Und die helleren Gebiete sind. Sind mit Fotolack bedecktem Silizium und diese Kreuze sind für die Ausrichtung da, besonders wenn man da schon Details drauf hat, die schon existieren, dann kann man das, um die Masken aufeinander auszurichten. Man sieht da links, da ist ein Dreck drauf, Kontamination so etwa 5 Mikrometer groß. Und wenn man sich vorstellt, dass das in der Mitte wäre, wo das ab die diese Verbindung abdecken würde, dann wäre das unbrauchbar. Deswegen muss es so sauber sein im Reinraum. Damit man Geräte hat, die funktionieren. Also da hat man jetzt diesen Fotolack da weggenommen durch den Entwicklungsschritt. Und jetzt der nächste Schritt. Material wird actual take away of material. Das Material weggenommen. You could use the etching process. Könnte man den Nass-Ätz-Prozess benutzen? Zum Beispiel, man nimmt einfach Säure und nimmt den Wafer da rein, also wie eine Platine. Aber hier ist eine Plasma-Ätz-Maschine. Man platziert also den Wafer in dieses Gerät. Und in der Kammer ist Fluor und wird ein Plasma erzeugt mit Fluorionen und die werden beschleunigt auf den Wafer drunter. Und also die Fluorionen ätzen weg, alles weg, was nicht mit dem Fotolack beschichtet ist. Wenn man das also nass ätzt, dann beim Nassätzen hätte man das Problem, dass das flüssiges Ätzen isotrop ist und das Oxid unter dem Fotolack unterätzen würde. Und mit Plasmaätzen hat man also eine vorgegebene Richtung von den Fluorionen, dass da keine Unterätzung stattfindet, dass der Fotolack also sehr gut definiert, welche Strukturen da weggeätzt werden. Deswegen wird das Fluoridplasma benutzt. Jetzt muss das Silizium dotiert werden.
Das passiert in diesem Ionenimplantierer. Wieder kann man da nicht wirklich alles sehen und deswegen ist hier ein Strukturbild. Man fängt mit der Ionenquelle an und das emittiert dann Ionen, die werden dann beschleunigt und werden in ein Magnetfeld beschleunigt, werden abgelenkt, was sie auf einen gekrümmten Pfad schickt und verschiedene Ionen verschiedenen Kurven und eine Blende selektiert dann nur die Ionen, die erwünscht sind und diese Ionen erzeugen dann in diesem Fall eine negativ dotierte Wanne in einem positiv dotierten Substrat. You now continue to grow. Als nächster Schritt wird ein dünnes Gate-Oxid, auf das die Gates vom Substrat trennt, platziert. Das ist einfach, man platziert die einfach in einen Ofen. Versetzt den Herd mit Sauerstoff und das Silizium oxidiert dann und es wird dann ein Gate-Oxid da drauf oxidiert. Und indem man den Sauerstoffdruck und die Zeit und die Temperatur ändert, kann man die Gate-Dicke kontrollieren. Als nächstes wird von dem Gate Chemical Vapor Deposition, das ist eine Dampfabscheidung aus der Gasphaseabscheidung von Material ist. Das ist also eine andere Kammer. Und da wird siliziumhaltiges Gas durchgeleitet. Da hat man die Möglichkeit, die Kammer aufzuheizen mit diesen Heizelementen. Da hinten, diese Wandeln. Und wenn ein Molekül auf das Gases eine Oberfläche trifft, dann wird das in atomares Silizium umgewandelt und dann hat man also diese ganzen Wafer bedeckt mit einer Siliziumschicht. Und jetzt müssen die Gates strukturiert werden. Da muss alles weggeätzt werden. Das wisst ihr schon. Das ist wieder die Plasma-Aids-Maschine. Und da wird wieder das Gate-Oxid weggenommen und das Polysilizium über den Gate-Oxid. Und dann benutzt man auch einen Photolithographie-Schritt. Next thing is you, das ist der nächste Schritt. Man bildet die Source und Drains. Wir haben schon die Ionenimplantationsmaschine gesehen und diesmal werden positiv dotierte Ladungen in der N-Wanne erzeugt. Ihr mögt euch fragen, warum man zuerst eine N-dotierte Wanne implantiert und dann wieder positive Ladungen dotiert. Das ist, weil es in dem Chip zwei verschiedene Arten von Transistoren gibt, zwei komplementäre Arten von Feldeffekttransistoren gibt. Die benutzen entweder negative mobile Ladungen oder positive mobile Ladungen, um Strom zu leiten. Und das gibt einem die Möglichkeit, Dinge zu schalten. Man muss das an- und ausschalten und das sind die komplementären Transistoren, mit denen man hin und her schalten kann. Man hat hier auch die Situation, dass man keine Photolithographie braucht, um die Source- und Gate-Implantate zu definieren, sondern man nutzt einfach das schon bestehende Oxid und das Gate. Überall, wo man das nackte Substrat hat, wird die Dotierung dann durch Ionenimplantierung geändert. Und das ist ein selbstjustierender Prozess, self-aligned-Prozess, weil man da keinen Photolithographie-Schritt braucht, um Source und Gates zu implantieren, weil man das nicht mehr mit Photolithographie mit dem Gate
ausrichten muss. Das ermöglicht es einem, die Geräte, die Transistoren, die Strukturen herunter zu skalieren. Jetzt sind wir gegen das Ende von der Fabrikation angekommen, von der Herstellungsprozess angekommen. Wir haben bis jetzt haben wir funktionierende Transistoren, aber die sind mit nichts verbunden. Und so sind sie nicht sonderlich nützlich. Und jetzt müssen wir wollen wir Metall platzieren. Aber bis jetzt sind die leitenden Teile überall freigelegt. Und jetzt müssen wir erst einmal Isolator wieder deponieren. Das wird wieder mit der Chemical Vapor Deposition, also mit Gasphasenabscheidung gemacht. Und jetzt wird es mit Siliziumdioxid formendem Gas gemacht. Und diesmal wird eine Isolierschicht aufgebracht und dann wird mit einem Photolithographie-Schritt werden dann wieder Löcher in diesen Isolator reingeätzt, um die Gate Sources und Drains zu kontaktieren. Almost ready, you know. Ist aber fast fertig schon. The actual connection layer. Jetzt werden die Leiter deponiert. Das ist der letzte Schritt, den ich zeige. Das ist wieder Vapor Deposition, Dampfabscheidung, und diesmal ist es physikalische Abscheidung, nicht chemische Abscheidung. Man bringt da rechts durch die Schleuse den Wafer ein in die Reaktionskammer, dann wird die Deponierung angeschaltet, dann spattert das auf, also man nimmt Argonionen, die ein Materialtarget bombardieren, und wegen dem Ionenbombardement bildet sich ein Plasma, und da werden dann Atome in alle Richtungen freigesetzt, und die schlagen sich dann überall nieder. Und das ist jetzt der fertige Chip. Ja, wir haben jetzt fast einen fertigen Chip. Wir haben jetzt grundsätzlich mal hoffentlich einen funktionierenden Chip, aber wir haben mehrere Kopien, die nebeneinander auf dem Wafer sitzen, und jetzt müssen wir den Wafer in Stücke schneiden, in Rechtecke schneiden, also das heißt dicen. Und dann bringen wir den in ein Gehäuse und verbinden ihn mit der Außenwelt, indem wir da Drähte, die man da jetzt ein bisschen sieht, platziert. Und macht man das Gehäuse zu, und dann hat man seinen Chip. Und dann muss man ihn testen, ob er tatsächlich funktioniert, aber jetzt sind wir fertig, tatsächlich. Was wäre verschieden in tatsächlichen Chipfabriken? Also ich habe euch mal hauptsächlich Forschungsequipment gezeigt, was im Wesentlichen gleich funktioniert, aber in industriellen Fabs machten Roboter die ganze Arbeit, weil es repetitive Arbeit ist, also wiederholt im Work, und Menschen in dem Prozess verdrecken alles. Die schmutzen. Und wenn man den Menschen aus dem Reinraum rausbringt, dann schmutzen die nicht, und wenn Roboter machen das besser. Das führt dazu, dass man nicht alles sieht, sondern nur Roboter sieht, die Wafer von einem Schritt zum nächsten Prozessschritt transportieren. I'm now already finished. Somehow jetzt bin ich schon fertig. Das war etwas wesentlich schneller als in meiner Generalprobe. Wir können jetzt also schon Fragen und Antworten haben. Okay, you all know the Q&A. Okay, ihr kennt das alles schon, das Spiel mit den Fragen und Antworten. Es gibt vier Mikrofone, bitte stellt euch dahinter auf. Und falls ihr im Stream seid, wird unser Signal Angel das für euch als menschliche Schnittstelle weiterleiten. Wir fangen mit Mikrofon 2 an.
Hallo, vielen Dank für deinen schönen Vortrag. Meine Frage ist, kannst du mehrere Schichten machen? Ich dachte, es gibt Chips mit verschiedenen Schichten und ich frage mich, wie das gemacht wird. Ja, also es gibt darauf zwei Antworten. In neueren Chips als diesen hat man mehrere Metallschichten. Das macht man im Prinzip, indem man diese beiden Schritte immer wieder und immer wieder durchführt. Man baut eine Isolation drauf und dann geht es, ätzt man die Kontakte an den richtigen Stellen hin. Heute hat man so ungefähr 10 Verbindungsebenen. Und ich weiß nicht, ob die Frage sich auf dreidimensionale Flash-Chips bezogen hat oder nur die Verbindungen. Nee, es sind nur die Verbindungen, die Multilayer sind. Ja, genau. In also Prozessoren sind es nur die Verbindungen. Good evening. What kind of techniques could you list? Welche Techniken kannst du Nutzern geben, damit sie überprüfen können, ob das, was gedruckt wurde, auch wirklich konform ist mit dem, was man original vorhat? Kann man da irgendwie mit einem Elektronenmikroskop was erreichen oder mit Röntgenmikroskop was erreichen? Meine zweite Frage ist, wäre es möglich, etwas zu erfinden oder entwickeln, dass dass man Integration sehr günstig testen kann, sodass wir das alle machen können in unseren Geräten, wie wir das jetzt zum Beispiel haben, wenn wir irgendwie sowas wie ein SHA-256 über ein Stück Software laufen lassen? Okay, der erste Teil der Frage ist, wie können wir analysieren, wie das funktioniert? Und das ist eine sehr, sehr, sehr schwere Aufgabe. Heute reden wir darüber Billionen von Transistoren und die existieren nicht für sich, die sind verbunden. Die funktionieren nur über ihre Verbindungen. Du kannst überprüfen, ob die Herstellungsschritte die Transistoren produziert, die man möchte. Und wie das funktioniert, ist, indem man zuerst das Gehäuse wieder auflöst und dann sukzessive Mikrofotografien nimmt und also durch Mikroskop die Schichten fotografiert. Man fängt mit der obersten Metallschicht an und dann ätzt man selektiv die Schichten alle weg und guckt dann jedes Layer drunter an. Kann man sicherstellen, dass manche Sachen richtig, dass manche Bereiche richtig dotiert wurden oder nicht? Dass es möglich ist, es den Dotierungsgrad kann man sehen. Das Silizium sieht verschieden aus, aber es ist immer noch möglich. Ist zwar möglich. Es ist immer noch möglich, die Funktion ein bisschen zu ändern, die Schaltung funktioniert dann komplett anders. Das haben andere schon demonstriert, dass man ein paar Transistoren ändern kann und das erzeugt dann einen Backport in den Prozessor. Lass uns bitte noch andere Leute fragen. Glaubst du, es würde möglich sein, einen billigen Überprüfung zu entwickeln? Nein, ich denke nicht, dass das sein wird. Mikrofon Nummer 4, bitte nur eine Frage. Vielen Dank. Ich frage mich, wie die Fotomasken ausgedruckt werden. Wie funktioniert denn das? Man nimmt auch Belichtung, aber diesmal nimmt man Strahlung, Lichtstrahlung und Elektronen und nicht Elektronenstrahlen. Elektronenstrahlen kann man sehr ganz genau, ganz präzise wohin scheinen lassen. Man kann ein Gitter machen und das ganz genau auf diese eine Stelle projizieren. Das funktioniert sehr viel präziser als mit optischer Lithografie. Man könnte irgendwie versuchen, selbst auf diese Art und Weise die CPU zu erstellen, aber das skaliert irgendwie nicht. Im Wesentlichen ist es ziemlich ähnlich zu den alten, die alten großen Monitore, die wir früher hatten, also quasi ein Elektronenarray.
Gitter, das überall hinscheint. Aber das geht nur um einen ganz kleinen Nanometer-Bereich, kleinen Punkt. Und jetzt würde man das überall hinschießen. Und dann hast du Widerstände, die auf diesen Widerstand, auf diesen Elektronenstrahl sensibel sind. Und dann partiell weggeätzt wird, was mit Elektronen belichtet wurde. Nummer 3, bitte. Wafers are round when dice are square. Warum sind Wafer rund, wenn die Chips, die Dice, dann rechteckig sind? Die Wafers, das liegt daran, dass die Wafer aus einem Zylinder aus Silikon geschnitten werden und das ist ein Kristall und das ist einfach die einfachste Art und Weise, also ein hochreines Silizium in dieser Größe zu erzeugen. Ist Square Crystal complicated? I have not seen growing of a square crystal actually. Kann man ich habe noch keinen Siliziumkristall rechteckig gewachsen gesehen. Es ist definitiv einfacher, das in der runden Geometrie zu haben. Die Frage war, kann man einen rechteckigen einkristalligen Silizium züchten? UV, but in the modern CPUs, the size of the die is so small. What light source do you use? Also was braucht man heutzutage bei den CPUs für Lichtquellen bei den kleinen Strukturen? Das ist immer noch ultraviolettes Licht. Es ist erstaunlich, dass man so kleine Strukturen machen kann. Man benutzt 193 Nanometer Wellenlänge Licht, um Strukturen zu bauen, die 20 Nanometer groß sind. Und normalerweise gibt es so eine Faustregel, dass man nur Strukturen haben kann, die eine halbe Wellenlänge groß sind, also ein bisschen über 90 Nanometer. Und man benutzt Techniken, die in denen zwei Strahlen nacheinander überlappen. Multiple time expose your und durch Mehrfachbelichtung des Photolacks, wenn man das richtig macht, kann noch kleinere Strukturen machen als die halbe Wellenlänge des UV-Lichts. Mikrofon Nummer 1. So in the plasma etching, how do beim Plasma ätzen, wie viel Material wird da weggemacht und wird der Photolack auf dem gleichen Schritt entfernt? Well, you can control and measure the current of plasma. Das erste ist, dass man den Plasmastrom messen und kontrollieren kann. Hier ist auf dieser Folie wird das gezeigt. So basically you can, I mean, these are also charges, right? Hier, also es ist ja auch also geladene Platten, die eine Potentialdifferenz haben und da kann man den Strom messen, der proportional ist zu der Menge von Ionen, die auf das Gerät einwirken. Was war der zweite Teil? Wird der Photolack zerstört im gleichen Schritt? Nein. Das ist unnötig. Es wird nicht zerstört. Also der Photolack wird angegriffen, aber wenn der Photolack dick genug ist, dann spielt das keine Rolle. Sacrificial layer. Das ist eine Opferschicht, die hinterher sowieso aufgelöst wird. Okay, thank you. Ja, vielen Dank. Mic number 3, please. Thank you. Mikro Nummer 3, bitte. Ja, hallo. Ich würde gerne fragen, wie man das vertikal stapeln kann und macht man dann Löcher in den Chip? I'd say also with etching. Ich würde sagen, das passiert auch mit Ätzen, aber ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich das nicht ganz genau weiß. Das tut mir leid. Und weil dann Mikro 1 nochmal über die kleine Feature-Größe. Ich habe auch gehört, dass es Fotolithografie gibt, die nicht nur in Luft stattfindet, sondern in anderen Medien, zum Beispiel unter Wasser oder in einer Flüssigkeit, wo die Wellenlänge geändert wird. Macht man das? Ja, genau. Man kann das zum Beispiel in Wasser machen. Das ändert die Wellenlänge des ultravioletten Lichts. Und dann kann man 1
0,44 mal kleinere Wellenlängen haben. Und dann kannst du eben Dinge machen, die entsprechend kleiner sind. Das ist aber nicht die ganze Antwort auf, wie kann man Formen machen, die 20 Nanometer klein sind, bei 90 Nanometer Wellenlänge, sind Teile der Antwort. Nummer 3. Ich habe eine Frage über das Bonding. Wenn man über 1000 Kontakte hat in zweidimensionalen Ebenen. Wird das auch in zweidimensionalen Weg gemacht oder wird das irgendwie um die Ecken gebogen? Nee, das macht man heutzutage in zweidimensionalen Bereich. Es sieht im Wesentlichen aus, als ob man irgendwie ein kleines Paket nimmt und es ist auch irgendwie eine Form von Substrat und auf der anderen Seite hast du auch so ein Gitter und diesmal ist es so ähnlich wie Lützen, aber es ist etwas anderes. Und wenn du den Wafer verkehrt rum darauf legst, dann das ist so ähnlich wie Löten, also man macht es warm und die Kugeln werden sich dann damit verbinden. Do we have any more questions? Gibt es weitere Fragen? No, then please thank our speaker. Nein, sieht nicht so aus. Dann vielen herzlichen Dank an unseren Sprecher. We have a bit of time left, no? Wir haben immer noch Zeit übrig, oder? Actually, ja, wenn du noch weitermachen möchtest. Ja, okay, dann ich hätte eine Frage, ich hätte selbst eine Frage und diese Frage, ist es irgendwie möglich, etwas wie das nochmal zu erstellen in sozusagen einer Form, in der man das selber machen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass das vielleicht möglich wäre. Ich bin Physiker, also ich denke, der beeindruckendste Schritt dabei ist, oder der wichtigste Schritt ist die Fotolithografie. Und wenn man, es stellt sich heraus, dass man tatsächlich Geräte kaufen kann, die eine bestimmte Form von Muster in mikroskopischen Dimensionen erstellt und das nennt man Blu-ray-Brenner. Vielleicht könnte man also Blu-ray-Brenner benutzen, um Muster zu erzeugen in dieser Größenordnung und dann könnte man da Fotolack drauf machen. Das wäre der erste Schritt, den man machen müsste, um integrierte Schaltkreise selbst zu erstellen. Also, wir können diesen Dingen vertrauen, weil wir sie quasi auch selber entwickeln. Oh, Mikrofon 1, please. Das ist die, also was ist die Größe, die maximale Größe von Dingen, die ich dann zu Hause erstellen könnte? Wie klein würde das wohl sein? Ihr habt das gesehen, diesen 8286, der ist 1,5 Mikron. Blu-rays sind sehr viel kleiner, 400 Nanometer sind die kleinsten Feature. Das geht so in die Richtung, dass man vielleicht Mustern in dieser Größenordnung erstellen könnte. Und das würde einen funktionierenden, vielleicht nicht gerade schnellen, aber immer einen funktionierenden Chip erstellen. Glaubst du nicht? Ja, der Fragender nickt. Mikrofon Nummer 4. Wenn du einen Chip zu Hause machen möchtest mit deinem eigenen Equipment, wie würdest du dann die Dotierung machen wollen? Ich denke, du brauchst irgendwie so eine Form von Vakuum zu Hause und das kriegt man nicht einfach gehandelt. Das ist nicht der einzige Teil, wo man Vakuum braucht, übrigens. Man kann natürlich Vakuumpumpen kaufen und um was zu implantieren, ich habe euch das erzählt, wie das früher gemacht würde. Man kann auch einfach Gas über den Wafer fließen lassen und das wird teilweise in das Silikon eindiffundieren, in bestimmten Konditionen, wenn man dann den Wafer noch aufheizt.
Und dann werden Gasatome in das Silikon diffundieren. Das ist sehr viel einfacher als dieses Ionenimplantiergerät. Aber es ist auch nicht ganz so akkurat. Also man kann dann die Dotierung nicht ganz so akkurat durchführen. Gibt es Fragen, Kommentare aus dem Internet? Nee, okay, dann Mikrofon Nummer 2. Bezogen auf das selbstgebaute Zeug, wie groß sind denn die Toleranzen der Dicke dieser Substrate, die wir da auftragen, wenn wir das zum Beispiel innerhalb von 10% erreichen können, dann können wir das wahrscheinlich erreichen, aber wenn ich das von Hand machen kann mit einer Akkurat, mit einer Präzision, die wir brauchen. Dafür brauchst du Fotolithografie, du verlässt dich nicht darauf, dass das Ätzen irgendwie 20 Nanometer plus minus 0,1% geht. Man verlässt sich darauf, dass das nächste Material anders ist und dass es das geätzte, das abhält, die Änderung des Materials. Also das sollte hoffentlich sehr einfach sein. At mic number 4, are you queuing or? Okay, cool. Okay, Mikrofon Nummer 4. So, you're talking about, du hast darüber gesprochen, wie man seinen eigenen Chip machen kann. Ich glaube nicht, dass das sehr ökonomisch oder machbar wäre, in vielerlei Hinsicht, das zu Hause zu machen. Es gibt viele Fabriken, man kann dein Design einfach dorthin schicken und es dort machen. Wäre es nicht interessanter, die Plattformen zu machen, dass das billiger wird, dass man das sozusagen die eigenen Custom-Chips in der Fabrik erstellen lassen kann? Ja, es gibt übrigens Leute, es gibt mehr auch Firmen, die in die Richtung gehen. Vielleicht hast du von dem RISC-V-Prozessor gehört. Ich glaube, die nennen den Sci-5. Und ich glaube, eine Sache, die sie machen wollen, ist Fabrikation anzubieten als sozusagen wie ein Service. Fertigung als ein Service. Du kannst natürlich als Firma mit einem eigenen Design kannst du wahrscheinlich schon das Herstellen als einen Service anbieten. Also alle großen Fabriken machen, bieten das eigentlich an, wenn du. Es wird einfacher, aber es ist immer noch teuer. Could we get mic one, please? Okay, Mikro Nummer 1. I also wanted to comment on, ja, ich wollte auch kommentieren, das Zeug zu Hause zu machen. Ich stimme zu, das wird bestimmt sehr, sehr schwer sein, das zu Hause zu machen, weil man alles ganz klein machen müsste und es würde auf jeden Fall nicht billig sein. Aber wenn du tatsächlich solche kleinen Chips zu Hause machen könntest, dann hättest du wahrscheinlich viele Probleme. Wie du zum Beispiel gesagt hast, man braucht dann staubfreie Umgebung. Genau. Und also vielleicht ist es möglich, aber es wird super teuer sein oder sehr, sehr lang sein, das sicherzustellen, dass der Prozess dann auch funktioniert. Und ich glaube nicht, dass es viele Menschen in der Welt gibt, die daran interessiert wären, ihren eigenen Chip zu machen. Und wenn man diesen ökonomischen Faktor nicht hat, der das antreibt, dann glaube ich nicht, dass das funktioniert. Und bezogen auf die anderen gesagten Sachen, du kannst deine eigenen Pläne an die Fab Lab schicken. Ja, das kannst du schon machen, wenn du die Chips aber modifizierst oder Modifikationen zu verhindern, um Backdoors zu installieren, dann kannst du das nicht woanders hinschicken. Du musst ja irgendwie validieren, dass dein Chip nicht modifiziert wurde. Du hast ja gesagt, wenn man nur ein paar Transistoren ändert, im Skalenbereich von 20 Nanometer, dann hat man schon eine Vektor. Und das könntest du nicht verhindern, indem du dein Design einfach wegschickst und andere Leute das fabrizieren lässt. I'm not really on the same side of you. Ich bin nicht ganz auf deiner Seite, aber ich nehme es einfach als Kommentar. Well, I don't know. You can answer, of course. Du kannst natürlich gerne darauf reagieren. Also, ich meine, es ist auch nur ein Kommentar. Ich denke, für die Fertigung, denke ich,
Für mich als eine Person würde es eine fantastische Sache sein, an einen Punkt anzukommen, wo ich meinen eigenen Chip machen kann. Das ist sozusagen der letzte Schritt von Dinge machen. Ich sage ja auch gar nicht, dass es unmöglich ist. Ich sage auch nicht, dass du das nicht tun sollst. Du kannst machen, was du machen möchtest. Aber es gibt natürlich viele sehr hohe Hindernisse, da hinzukommen. Ja, das stimmt natürlich. Und bezogen auf die anderen Sachen, es ist viel einfacher, einen Chip zu ätzen und dann im Mikrograph anzugucken, also so ungefähr groß drüber zu gucken, ob das funktioniert. Ich denke, es ist sehr hart, eine Backdoor reinzubauen auf diesem Weg. Also du bist auf jeden Fall in einer besseren Position, als wenn du einen Intel-Chip kaufst. Ja, natürlich, du müsstest den Intel-Chip auseinandernehmen. Ich hatte den Eindruck von dem, was du gesagt hast, bekommen, dass es sehr hart ist, weil man jeden einzelne Schicht auseinandernehmen musste, um das verifizieren zu können, und dass man da nicht einfach mit einem Mikroskop drauf gucken kann. Aber wenn man das kann, dann ist es natürlich einfacher. Es ist irgendwie so, beide Sachen sind wahr. You're not in the best position. Du bist nicht in der besten Position, einen Chip zu ätzen, also hoffst du, dass das, was du testest, dazu führt, dass, also wenn deine Überprüfung wahr ist, dann bist du zufrieden, aber die andere Seite ist vielleicht auch nicht besonders hilfreich. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht kann man einen Check in seinem eigenen Chip-Design machen, um rauszufinden, ob es manipuliert wurde. Irgendwie sowas wie eine Checksumme, was der andere etwas aggressivere vorhin gesagt hat. Vielleicht auf der Hardware irgendwie Gates zu implementieren, die einen unterschiedlichen Wert zurückgeben würden, wenn man irgendwie an dem Design etwas verändert hat an ein paar Transistoren. Ja, aber du musst natürlich erstmal beweisen, dass das wirklich funktionieren wird. Das ist auch ziemlich schwer. Ich glaube, vielleicht gibt es Leute, die das machen, aber ich weiß es natürlich nicht. Aber wenn da positive Ergebnisse da wären, dann zeigt sie her. I'm gonna go ahead and cut you off now. Sorry. Ich werde dich jetzt abschneiden. Entschuldigung. Hi. Mikro Nummer 4. Fabbing at home is not gonna be possible because zu Hause fabrizieren wird das nicht funktionieren, weil zu Hause wird es viele Vibrationen geben. Im Lab gibt es wahrscheinlich eine sehr vibrationsisolierte Umgebung, der Boden zum Beispiel. Und wenn nur dein Nachbar rumläuft, eine Treppe hochläuft, dann werden deine Geräte schon so hin und her schicken, dass das alles kaputt macht. Im Nanometerbereich bist du natürlich wahr, aber in dem Reinraum, in dem ich war, da war kein vibrationsarmer Boden, da waren die Geräte nicht so. Kollegen von mir haben 10 Nanometer große Elemente produziert und die haben funktioniert, also das ist vielleicht nicht wirklich wiederholbar, aber also ich will nicht 20 Nanometer machen, aber ich würde mich auch über Mikrometer freuen. In der Auflösung sollte das nicht so das Problem sein. Mic number 2, please. Mikro Nummer 2. Ist es möglich, benutztes Equipment zu kaufen, was zum Beispiel vor ein paar Jahren in Fabriken benutzt wurde und jetzt quasi weggeschmissen worden ist, weil sie besseres Zeug haben? Für Forschungswerkzeug ist das genau das, was passiert. Aber wir schauen hier immer noch auf mehrere 10.000 Dollar. Wer kauft sowas? Ich weiß nicht, vielleicht andere Universitäten, welche nicht so gut dran sind. Okay, 2 again. Okay, Mikro 2 nochmal bitte. Wenn wir über das Equipment reden, könnte man nicht vielleicht Equipment mieten, um sozusagen einen Prozess
zu produzieren, wie die Sache mit dem Blu-ray. Lass uns darüber danach sprechen. Die Sachen, die du wissen musstest, wir kennen uns und da gab es schon mal eine Diskussion darüber. Deswegen lass uns darüber danach sprechen. Apparently not. Gibt's noch was zu sagen? Okay, an Mikro Nummer 3. Okay, Silikon ist nicht das Einzige, was man mit Chips machen kann? Mit dem man Chips machen kann? Gibt's da vielleicht Zukunft? Mit etwas anderem als Silizium? Für Massenherstellung von Chips? Für Prozessoren? Glaube ich, ist Silizium ist noch eine ganze Weile da. Man hat Prozesse, die es ermöglichen, mit Licht zu kommunizieren, mit der Außenwelt. Und in dieser Richtung erreichen Prozessoren heutzutage eine Grenze. Wenn das möglich ist, dann werden Silizium-basierte Schaltungen noch eine ganze Weile möglich sein. Das nächste, was drastisch etwas ändern würde, wenn man nicht ladungsbasiert schaltet, sondern photonenbasiert schaltet, dann ändert sich alles. Aber das sehe ich noch nicht, dass es passiert. Ging Ihre Frage in die Richtung? Es geht um andere Halbleitermaterialien. Es gibt andere Halbleitermaterialien, aber ich glaube nicht, dass für Prozessoren, für Signalverarbeitung, für Datenverarbeitung, was etwas anderes als Silizium gibt. Für Leistungsgeräte gibt es Siliziumcarbid. Und für Licht, für Leuchtdioden benutzt man Gallium Arsenid. Andere Materialien. Okay. Someone's walking to microphone 4. Nope. Ari, do you have anything to say? Ari, hast du noch was zu sagen? No, I'm fine. Okay, dann thank Ari. Bestens. Also lass uns Ari nochmal danken. Thank you for this great discussion we had. Vielen Dank für diese großartige Diskussion. Also thanks for the guy with the laptop. Oh, nochmal.